Hallihallo zum heutigen Photoshop-Tutorial in Photoshop CC, und zwar geht es heute um die Gradationskurve und wir starten auch gleich rein. Korrekturebene, Gradationskurve einfügen und schon erstellt Photoshop eine Ebene und in den Eigenschaften sieht man dann schon die berühmte Gradationskurve. Starten wir mal mit den allgemeinen Informationen. Alles was im linken Bereich dieser Gradationskurve zu finden ist, sind die dunkleren Töne im Bild. Alles im rechten Bereich sind die helleren Töne im Bild. Sieht man auch schon schön an der Kurve. Wir haben da viel mehr helle Bildanteile. Das heißt, der rechte Teil, der helle Teil, hat da viel mehr Kurven, viel eine höhere Kurve. Und der linke Teil ist da sehr, sehr mager, sprich wir haben da nur Anzug, den Busch und ein paar Fassadenteile, die einen dunkleren Farbton im Bild aufweisen. Um das Ganze dann verstehen zu können, brauchen wir jetzt einmal diese Grafik, das nennt man die Komplementärfarben. Die Grundfarben, die man danach verändern kann, oder was die Grundfarben eines Bildes sind, sind Grün, Rot und Blau. Und die Komplementärfarben dazu jeweils gegenüber, sprich von Grün haben wir Magenta, von Rot Cyan und von Gelb haben wir von Blau haben wir die Komplementärfarbe Gelb. Und da sehen wir auch schon Rot, Grün, Blau, das sind die Grundfarben. Wenn wir jetzt da zum Beispiel einmal auf die Rotkurve gehen, können wir die Rottöne im Bild ändern, beziehungsweise Rottöne hinzufügen. Wenn wir jetzt sagen, ich will zum Beispiel in den dunkleren Bereichen des Bildes einen Rotton hinzufügen, muss ich nur eben auch im linken Bereich dieser Kurve das Ganze ändern. Ich gehe nach oben, die Grundfarben sind immer nach oben zu ändern, Rot, Grün und Blau. Sobald die Kurve nach oben gezogen wird, wird dieser Farbton in den dunklen Bereichen in diesem Fall hinzugefügt. Gleiches geht auch mit den hellen Tönen. Wenn ich jetzt da im hellen Tönen dazufüge, sehe ich, beim Anzug passiert fast nichts, aber in den hellen Tönen, auch im Himmel hinten an der Fassade, sieht man, dass da ein Rotstich eingefügt wird. Und hier umgekehrt, das sieht man jetzt bei den hellen Stellen nicht so viel, aber dafür in den dunkleren Bereichen wird ein Rotstich hinzugefügt. Wenn man jetzt sagt, ich will da in den hellen Bereichen gar nichts ändern, muss man nur da oben das wieder auf die Standard-Gradationskurve zurückfügen. Und zwar, das ist diese Diagonale da. Das ist, wenn man diese Diagonale nachstellt, dann hat man keine Veränderungen, dann hat man das Originalbild. Und so fügt man nur in den Tiefen einen Rotton hinzu. Nun brauchen wir nochmal diese Grafik. Komplementärfarbe von Rot ist Cyan. So haben wir Rot. Gegenüber Cyan ist die Komplementärfarbe. Wenn wir das Ganze jetzt nach unten ändern, wieder im Rotton, wird man sehen, dass da statt Rot Cyan, also so ein leichter Blauton, hinzugefügt wird. An der Fassade da hinten sieht man das gut, an den dunklen Stellen. Und das gleiche geht auch in den hellen Tönen. Oben haben wir Rot und gehen wir nach unten, kommt dieser Cyan-Ton ins Bild. Da kann man jetzt ein bisschen herumprobieren, schauen, was einem am besten gefällt. Das gleiche mit den anderen Tönen, Grün. Haben wir die Komplementärfarbe Magenta, das heißt, wenn wir nach oben gehen, wenn wir nach oben gehen, fügen wir Grüntöne im Bild hinzu und wenn wir nach unten gehen, Magentatöne und noch Blau, Komplementärfarbe Gelb, nach oben fügen wir Blau hinzu und nach unten wird das ganze Bild gelblicher. Und da kann man jetzt die Gradationskurve auch öfter anpacken, da steht immer ein neuer Punkt. Und dann kann man das Bild gestalten, wenn man das Ganze farblich haben will. Hilft es oft, wenn man ein wenig herumprobiert, kommt man mit der Zeit selber drauf, wie sich das Bild ändert, wenn man da einzelne Einstellungen vornimmt. Das war es auch schon, die Gradationskurve, wie man da ein Bild farblich gestalten und verändern kann. Probiert es ein bisschen rum, ihr findet dann euren eigenen Look. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag um 9 Uhr gibt es ein neues Video. Ich wünsche euch alles Gute und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.